This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es um echten Körper und einen falschen Körper. Darum, wie ihr euren Körper reinigt, euren Tempel wieder, ja, wieder zu einem freudigen Ort, zum Leben, von Glück werden lasst. Genau. Also, es ist im Prinzip so, auch jetzt was Gewichtszu- und Abnahme angeht, möchte ich hier ein paar Beispiele nennen. Also, es ist so, wenn ihr euren Körper, wenn die Entgiftung eingeleitet wird, das allererste, was der Körper reinigt, ist das Fettgewebe. Zuerst, wenn der Körper nicht mehr weiter weiß, dann tut er die Gifte im Fett einlagern. Dann gibt es noch zwei verschiedene Typen. Im Prinzip, der eine lagert die Gifte mehr im inneren Fettgewebe, zwischen den Organen und so weiter ein, und die anderen eher ins Äußere. Und die nehmen dann auch schneller zu, selbst in der Kindheit schon. Andere wiederum, die lagern das erst innen ein, und wenn es dann irgendwann innen voll ist, dann nehmen sie irgendwann zu. Das passiert dann irgendwie mit 20, 25 Jahren. Also ich hatte viele Kumpels. Bei mir selber war es so, ich konnte nie zunehmen in der Kindheit. Ich habe irgendwelchen Dreck in mich reingestopft, trotzdem nicht zugenommen. Alles im Körper eingelagert worden. Und ja, die Menschen nehmen dann so ab 20, 25 zu, habe ich bei Kumpels gemerkt, die immer spargeldürr waren. Die kriegen dann Bauch, die kriegen dann Fettansätze, die kriegen dann moppeliges Gesicht ab 20, 25, wenn der Körper dann voll ist, wenn es einfach, ja, fast am Überlaufen ist. Genau. Und man sammelt sich halt so langsam einen falschen, vergifteten Körper aus Dreckansammlung an. Und wenn man bedenkt, wahrscheinlich ist über die Hälfte des Körpers einfach nur Dreck und vergiftet. Und wenn ihr eben ein Haus aus Asbest gebaut habt, aus irgendeinem falschen, aus irgendeinem giftigen Material, und ihr möchtet jetzt einen neuen Körper, einen gesunden aufbauen, ihr ernährt euch jetzt gesünder, macht Sport, bewegt euch, schult euren Geist, meditiert jeden Tag, verändert euer Bewusstsein, eure Denkweise, euer Mindset, dann passiert's, dass der Körper diesen ganzen falschen Körper abbaut. So. Und sich langsam ein neuer, gesunder Körper aufbaut. Arnold Everett hat zum Beispiel auch die Atmung als sehr wichtig empfunden, dass über die Atmung, gerade eine Fliege, stopp, dass über die Atmung Eiweiß, Wasser und so weiter aufgenommen wird, verarbeitet wird, dass dadurch durch die Bewegung ein gesunder, richtiger Körper aufgebaut wird. Ein Luftkörper praktisch, ein, ja, gesundes Gewebe, das nicht stinkt, das nicht riecht. Wenn der Körper stinkt und riecht, dann ist es nur, weil man Dreck in den Körper reinstopft. Tiere brauchen kein Shampoo, der Mensch braucht kein Shampoo. Ja. Und wenn man jetzt zu schnell den Körper entgiftet, dann baut sich dieser ganze falsche Körper so schnell ab. Und wenn man bedenkt, dass jetzt 60, 70, 80% des Körpers, ich glaube, ich habe ja Ameisen oder so, wo ich gerade drin hocke, ich glaube 60, 70, 80%, wenn man bedenkt jetzt, des Körpers sind aus irgendwelchen Giften, aus irgendwelchen falschen Materialien. Und wenn der Körper das dann alles abbaut, ja, dann magert man extremst ab am Körper. Und wenn man sich keine Zeit dabei lässt, dann geht der Körper eben mit dem Gewicht extremst runter und baut parallel, falls sehr langsam, den neuen Körper auf. Das geht ja nicht alles von heute auf. Und wenn jetzt der neue Körper aufgebaut wird und es so langsam geschieht, dann ist man derzeit eben sehr dürr. Aber man nimmt auch wieder zu, ohne seine Ernährung zu ändern. Ich habe wieder zugenommen, obwohl ich einfach nicht mehr gegessen habe. Ich habe immer weniger gegessen in der Rohkost und habe dann irgendwann wieder zugenommen, ja, obwohl ich weniger gegessen habe.
Und das widerspricht ja schon diesen ganzen Kalorientheorien und so weiter. Es war einfach, der Körper baut den falschen Körper ab. Man hat ja auch mehr Energie. Selbst wenn man fastet, hat man Energie. Die Energie wird dann nicht für die Verdauung benötigt. Der Körper kann heilen. Und dieses Abmagern beim Fasten kommt nur, weil er den falschen Körper auflöst. Und es entsteht ein richtiger, gesunder Körper, fittes Gewebe. Aber das dauert eben. Und man kann da auch zeitweise sehr gering, sehr weit runtergehen mit dem Gewicht, wenn der Körper heilt. Aber es ist eben so, in der Gesellschaft ist es einfach so schwierig, dünn zu sein, weil man, und dann zu dieser emotionalen Entgiftung, die auch durch den Körper dann hochkommt, kommt eben dann noch das Umfeld dazu, das einem ständig einredet, hey, zu dünn und so weiter. Also zieht euch in diesen Phasen zurück, nehmt euch die Zeit und Ruhe für euch und macht's langsam, dann nimmt man nicht so viel ab in der Zeit. Dann kann sich der neue, gesunde Körper schon langsamer aufbauen. Genau. Also Schritt für Schritt machen. Aber das ist eben das. Deswegen, das ist dieses Spiel mit Abnahme und Zunahme. Wenn ihr gesünder esst, nehmt ihr automatisch ab. Da könnt ihr auch mehr essen. Ich habe unglaubliche Mengen an Früchten manchmal gegessen. Das macht gar nichts. Es ist gesund und mono. Der Körper, das geht einfach durch. Und der Stopp ist so gering, die Entgiftung, im Vergleich dazu, dass man, wenn man irgendwas Gekochtes isst oder Salze. Ja, und so läuft es eben mit dem falschen und richtigen Körperaufbau. Und sobald man dann mal bei einer gesunden Rohkost, bei einer einfachen Mono-Rohkost, Früchte oder auch Salate, Hauptsache Mono, einfach auf den Körper hören, wie viel man von was essen sollte. Und wenn man Mono isst und schon länger Rohkost, dann kann man da auch drauf hören. Und jetzt ein Beispiel zum Beispiel, bei mir war es so, letztes Jahr hatte ich einen Unfall. Vor dem Unfall hatte ich 4-5 Stunden Sport am Tag gemacht. Ich hatte Inliner-Kurse immer gegeben und habe mich selbst viel bewegt im Sommer. Und ich habe sehr wenig gegessen, 2-mal am Tag Früchte im Prinzip. Durch die Bewegung, ich hatte gar nicht mehr Hunger. Und dann hatte ich einen Unfall. Rollerunfall, der Roller ist aufs Bein gefallen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und sprich, ich war dann nur noch rumgelegen, hatte 4-5 Stunden weniger Sport am Tag und habe mehr gegessen, weil mir langweiliger war. Also weil ich halt einfach nur rumgelegen war, dann habe ich mehr gegessen. Halt Datteln, Früchte, auch Nüsse, manchmal Mandeln. Und trotzdem habe ich, obwohl ich mehr gegessen habe und 4-5 Stunden Sport am Tag weggefallen sind, das muss man sich mal überlegen, habe ich in der Zeit abgenommen, weil der Körper einfach Muskeln abgebaut hat. Vorher habe ich Sport gemacht jeden Tag, hatte die Muskelmasse dadurch erhalten, weil der Körper einfach nur noch, wenn man sich gesund ernährt, das erhält, was er braucht. Es ist doch Schmarrn, irgendwie unnötiges Gewicht mit sich rumzuschleppen. Er hält das, was er braucht. Und ja, dann hatte ich eben einen Unfall, ab mehr gegessen, 4-5 Stunden Sport weniger am Tag und habe abgenommen. Dann, als ich wieder laufen konnte, als ich langsam wieder mit dem Sport anfangen konnte, habe ich wieder angefangen, mich zu bewegen, habe wieder Muskeln aufgebaut und habe wieder weniger gegessen und ich habe zugenommen. Also weniger essen und mehr Sport und zugenommen. Also damit lässt sich einfach diese ganzen Theorien mit Kalorien und so weiter widerlegen. So, ihr müsst einfach auf eure Erfahrung achten. Schaut drauf, was beim Fasten passiert, wie ihr euch fühlt und erkennt wirklich die Dinge durch eure eigene Erfahrung und nicht dadurch, dass es in irgendeinem Buch steht, durch irgendeine Theorie, durch irgendeine Kalorientheorie oder ähnliches. Das heißt nicht umsonst Theorie. Ist nie bewiesen worden. Genauso Nährstofftheorie ist nie bewiesen worden. Es sind Theorien. Es sind keine Naturgesetze, wie dass ein Apfel immer zu Boden fällt. Genau. Und wenn es bei einem Menschen nicht so läuft, dann widerspricht es dieser ganzen Theorie. Es widerlegt diese ganze Theorie. Das ist wie wenn du die These hast, alle Schwäne sind weiß und dann kommt da ein schwarzer Schwan, dann ist die These mit diesem einen schwarzen Schwan gefallen. So. Rüdiger Dahlke zum Beispiel auch mal gesagt. Und genauso ist es mit der Ernährung. Wenn da plötzlich ein Mensch kommt, der irgendwie nur eine Handvoll Kokosnüsse am Tag isst oder eine Handvoll Datteln am Tag oder
dann kommt ein anderer, der nur tierische Produkte isst. Es widerlegt diese ganzen Thesen. Genauso, dass man eben abnimmt, wenn man weniger Sport macht und mehr isst. Oder umgekehrt eben, wie bei mir auch noch, dass ich wieder mehr Sport mache, weniger esse und zunehme. Das widerlegt diese ganzen Thesen. Das ist, ja, denkt da wirklich mal drüber nach, macht eure eigenen Erfahrungen, reinigt euren Körper, euren Tempel. Genau, das wollte ich einfach in dem Video mal loswerden und eben mit Gewichtszu- und Abnahme. Macht euch da nicht solche Sorgen. Schaut einfach, dass ihr ein richtiges Umfeld kommt, die Verständnis dafür haben, die wissen, was da passiert im Körper. Umgebt euch mit den richtigen Leuten und geht langsam voran, dann baut sich der gesunde, richtige, neue, kraftvolle Körper auch automatisch auf. Macht's gut, Leute. Ciao.